gemacht. Wie geil ist das, da zu arbeiten und vor allem auch als Gymnastiklehrer? Wie geil ist es? Da muss ich ausholen, also um euch ins Boot zu holen, ich bin ein Turnkind. Also meine Karriere hat angefangen mit 3 Jahren im Turnverein. Also so richtig schöne Turnstäbchen und Klamotten, die man heute nicht mehr trägt. Dann, ja, die einen oder anderen kennen Sie vielleicht, und dann hat mich der Weg irgendwann 1999 in die Sport- und Gymnastikschule Karlsruhe gelockt. Und alles, was ich heute wirklich erreicht habe, verdanke ich der Sport- und Gymnastikschule. Also deswegen ist es einfach für mich, sowohl mein Konzept, was ich gleich vorstelle, als auch die Arbeit an der KNS, ist back to basic für mich. Also wirklich zurück zu meinem Ursprung, weil alles, was die KNS und die ganzen Sport- und Gymnastikschulen mir an Basis mitgegeben haben, habe ich bald verarbeitet. Jetzt haben wir Daniel vorhin schon gesehen, auch einer der Trainer, Gabi Fastner, auch so die Johanna Fellner. Wenn du mal so deinen Stil versuchst zu beschreiben, seid ihr ganz unterschiedliche Typen auch an Trainern, an Gymnastiklehrern. Ja gut, Daniel, ich habe jetzt mal 5 Monate nicht mehr trainiert, dass wir den Unterschied sehen. Nein, Quatsch. Bist du vorher oder nachher? Ich bin. Also ich bin der ohne die Gewichte. Nein. Also natürlich bin ich auch im Fitnesstraining groß geworden, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auf die Sport- und Gymnastikschule. Ich hatte entgegen fast aller Männer in meinem Semester die erste Aerobic-Stunde. Und dann war es bei mir, boom. Und ich wusste sofort, mein Steckenpferd wäre die Crew Fitness. Und deswegen hat es mich komplett in die Aerobic-Schiene, in die Crew Fitness-Schiene gelockt. Und ja, dann hat Zumba quasi vorgemacht, dass alle tanzen wollen. Und ich habe jetzt versucht, quasi den Tanzgedanken wieder zurück mit der Aerobic zu verbinden. Und das werden wir jetzt auch sehen. Heißt 4 Streets. Heißt 4 Streets, ist für jeden auf der Straße. Das heißt, ihr alle könntet mitmachen, würden wir die Choreo jetzt aufbauen. Was mich aber mega stolz macht, und ich muss noch einmal ein Riesenlob an die da hinten geben. Ich bin gestern an die KNS gekommen. Mit, ja, spontan, ja. Ich bin gestern an die KNS gekommen mit der Aufgabe, mach du mal mit dem ersten Semester, die sind erst 2 Wochen da, mach mit denen mal ein bisschen 4 Streets. Die machen wir aber in der Show jetzt raus und dann machen wir das 3. und 5. Semester. Und was soll ich sagen, Gabi, du hast es gesehen, Anita hat es auch gesehen gestern. Ich kam aus dieser Stunde im ersten Semester raus und dann standen die freiwillig bei der Probe. Und es ist mir eine Ehre, das 1., 3. und 5. Semester mit 4 Streets zu verbinden. Viel Spaß. Dankeschön.